Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us bei unserem Bruder in seinem neuen Zuhause. Ne, Bro? Was habt ihr denn alles so Schönes hier? Tanks. Tanks sind immer gut. Hab ich bei Dying Light wenigstens gelernt. Die haben Pferde. Oh Mann, ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Mit den Darf ich? Dingern würden Ja, wir na klar. weit kommen. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. Ich dachte, ich schlag jetzt drauf. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Verfinden, lass liegen. Tritt sich fest. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Was heißt nach Hause gehen? Wohin nach Hause? Gibt es hier Wohnhäuser, wo die Mitarbeiter wohnen? Maria, Ja, was wir ist? sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Gott, war das laut. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Danke. Nimm du es. Sicher? Ich Ich meine. sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Glaubt Joel, dass er nicht überleben wird? Meinte er, steht das Ganze hier nicht durch? Und warum hat er gerade so geglänzt? War er immer noch feucht oder? Seltsam. Ich würde gerne da reingucken vorher. Kleiner Moment, Bro, ja? Oh, da funkelt mich was an. Das freut mich doch. Ah, ja. Ich benutze viel zu wenig Sprengstoff, aber ich habe jedes Mal Angst, dass hier so ein Dicker kommt. Und da habe ich doch lieber mal ein bisschen Vorrat, den ich damit dann bewerfen kann. Ah, nice. Wie sieht's bei uns aus? 40 haben wir. Fertigungszeit brauche ich nicht. Heiltempo brauche ich auch nicht. Das sind zwei Dinge, die ich überhaupt gar nicht brauche. Ich würde sagen, wir sparen mal auf maximale Gesundheit. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Hallo, Andy. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund.
Sieht man selten in dieser Zeit. Ich nehme mir das hier mal, ja? Hast bestimmt nichts dagegen. Dankeschön. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Ah, kann ich mir ein bisschen was von euch ausleihen? Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Sehr schön. Es geht also voran. Eventuell kriegen sie den Schutz hin und wer weiß, was dann passiert. So, ich nehme mal das Messer hier, ne? Jetzt hör auf, den Molotow anzuzünden. Was hast du für einen Fetisch, Mann? Jedes Mal zündet er seinen Molotow an, obwohl ich die Waffe ausgewählt habe. Seltsam. Oh ja, oh ja. Haben wir wieder das genug? Ist ein guter Platz. Haben wir wieder genug? 203 Stück, aber das ist genug. Magazinkapazität brauchen wir nicht. Wollte ich für irgendwas sparen? Panzerbrechend. Oh. Ich glaube, Schaden. Jagdgewehr. Schaden? Das ist neu. Das war vorher nicht da. Okay, gut zu wissen. Vielleicht liegt hier irgendwo noch so ein Ding ins Kirchens rum. Ich hoffe, ich habe keins Vorsicht. Vergessen. Okay, das ist gut. Absenken, langsam. Mir gefällt es nicht, dass hier über Sachen rumliegen. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Oh, es läuft. Oh Mann. Geschafft, Jungs. Sehr nice. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Das heißt, wir haben Strom? Da siehst du. Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Über was? Schon wieder Steine. Gefällt mir nicht. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden.
Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Oh Mann. Mist! Räuber! Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Ja, das sind die Typen. Okay. Alter, Bro, du bist im Weg. Noch mehr? Ah, ziemlich viel eher. Hallo, mein hübsches Köpfchen. Und weg bist du, Köpfchen. Noch irgendwo ein Köpfchen? Ich sammle heute Köpfchen. Fragt mich nicht, warum ich schleiche. Bin halt ein Assassine, schon immer gewesen. Oh, hier war ich gar nicht drin. Ich hab noch. Feuerfleiß. Tommy, gib mir Deckung. Okay, wir könnten von hinten an sie ran, ne? Oder auch nicht. Ich glaube, das ist ein Gegner. Er wird mich nicht kommen sehen, Freunde. Oder er haut ab. Okay, das lohnt sich gar nicht. Mit der Knarre. Aber ich wollte wenigstens Munition verschwenden. Oh Gott. Ach, oh, du gehst ja gar nicht zu mir. Ich dachte, das wäre mein Bruder gewesen. Gib mir deine Waffe, Mann. Du brauchst sie nicht mehr. Danke. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Oh, sorry. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch. Bleibt nur. Sie sind hier. Richtig. Maria. Oh, verdammt. Ich brauche kein Zielfernrohr. Weiß nicht mehr, was das bringen würde. Achso. Ah, knapp. Ein bisschen was bringt's ja, ne? Hallo, zeigt mir alle eure hübschen Köpfchen. Da stehe ich drauf. Mach hier erstmal die Taschen abbauen. Ist schon ein Reflex, auf diesen Knopf zu drücken. So, eine Kugel. Ein Kopf. Achso, das ist gar kein Kopf. Ach, da bist du. Ja komm, wenn wir schon mal dabei sind. Haben wir jetzt alle? Anscheinend nicht. Ach, da bist du. Da unten? Oh. Ich glaube, hinter mir war noch einer. Ich habe gerade nämlich ein Geräusch gehört. Aber insofern der mich nicht sieht. Da ist der. Er ist da drüben. Sparen wir Munition. Der ist da drüben. Ah, ich glaube, der hat mich gesehen, ja? Das macht nichts. Er hat mich nicht getroffen. Achso, du bist es noch. Okay. Flasche. Ich hätte hier also auch stealth-mäßig durchgehen können. Okay, die kriegen das doch bestimmt irgendwie hin. Oh, das nehme ich noch mit. Wir haben alle erledigt. Wir müssen zu den Frauen. Ich muss zur Munition. Oh. Gut, gut, gut. So, wir haben alle Leichen untersucht. Sehr schön.
Joel! Jetzt mach schon! Das sind einfach noch mehr. Wie viele denn noch? Da unten hängst du, ja? Nee, hinter der Mauer. Aber da stehst du. Ich hab dich, Arschloch! Gut. Weil er sich nicht bewegt hat, habe ich ihn nicht getroffen. Oder nicht gesehen. Durch das Lauschen. Ich wusste, dass da jemand ist, aber ich dachte, das wäre der hinter der Mauer gewesen. Ups. Ach Mist. Das gibt's doch nicht. Letzte Kugel, ein Kopf ist da hinten noch. Oh, das ist Ellie. Super. Schön noch Munition verschwendet. Ich verliere hier gerade alle Munition, die ich habe. Das ist echt unglaublich. Das ist gut. Dann nehmen wir doch mal die. Die kann nämlich nicht so viel Munition fassen. Dann werden wir früher voll sein. Lenkt ihn ab. Genau. So, der wurde getroffen und sucht mich immer noch. Okay, du wählst also die harte Tour. Und du? Du willst die Weiche umarmen? Ich umarme dich, Tour, ja? War die harte, ich zertrete hier den Kopftuch. Alles gut? Kann ich zu euch rein? Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kamen aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu! Hey, hey, bist du verletzt? Nein! Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Eine reicht. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Da. Ja. Da sind Spuren. Ja, komm. Okay, Ellie ist ausgebüxt. Weiß sie, dass ich sie wegschicken möchte? Konnten wir gerade so viel Munition verballern, weil es das Ende ist? Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat.
ist das cool, hier mit dem Pferd durchzureiten. Ich meine, Steuerung ist ein bisschen schwerfällig. Klar. Kennt man ja nicht anders von einem Vehikel. Aber ist doch mal was anderes. Hier geht's nicht weiter. Und jetzt? Absteigen? Zu Fuß? Huch, sag doch was. Hufspuren. Sie muss in dem Wald sein. Okay, na los. Los, komm. Ellie, was soll das denn bloß? Na, infiziert kann sie ja nicht werden, ne? Von daher ist das jetzt nicht so tragisch, obwohl die Banditen sind hier überall. Ich weiß zwar nicht, ob hier rechts und links überall Loot liegt, aber ich versuche da immer drauf zu achten. Spuren. Okay, gut. Na los. Wieso reite ich endlich nur mit einer Hand? Wegen dem Revolver? Kann die Waffe auf jeden Fall nicht ziehen. Na los. Ups. Na toll. Komm. Bitte was? Bro? Komm doch nicht rüber. Gehen wir. Oh, 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 oh. Holy! Oh nein, was nur? Oh Gott. Verdammt, viel zu viele! Geh außen rum, ich geb dir Deckung! Ach, der hat einen Sniper, ich verstehe. Ich aber auch. Eine Waffe mit Schalldämpfer wäre cool. Ja, aber ich hab den Bogen. Hab ich den Bogen jemals wieder eingesetzt? Nein. Eines Tages, Freunde, eines Tages kommt der Einsatz. Du wirst brennen, Arschloch! So wie du. Das ist Leben, ja. Komm, weißt du was? YOLO. Wo sind die alle? Das ist mein Bro. Aber ich lasse ihn lieber hinten. Nicht, dass er stirbt und dann hackt mir seine Frau den Kopf ab. Ich hätte hier sitzen. Schau dich da drüben um. Vielleicht kann ich zumindest einen ausschalten, ohne Munition zu verschwenden. Der wird sich gleich umdrehen. Da ist er! Woher? Oh Mist! Ah, Mist! So viel zu dem Thema Munition sparen. Gib die Rückendeckung. Hab ich getan. Wieder lebt noch. Und ein Headshot. Da. Ah, Mull. Weißt du, ich hab doch nur Mull gesagt. Das ist so eine Art Marco Polo Spiel. Kommst du jetzt nicht ernsthaft hier reingerannt? Ja komm, mach denselben Fehler. Komm einfach zur Leiche. Ignoriere meine Waffe, die aus der Wand hängt. Komm einfach zu mir. Du kommst hier nicht raus. Dann versuche ich mich zumindest mal hinzuschleichen. Wäre wenigstens mal ein Erfolg. Ach du
Scheiße! War gewollt. Das waren alle. Nee, komm ich nicht rüber. Aber Ellie ist da lang. Bro? Wo ist er? Wieso ist er da hinten? Egal, dann können wir wenigstens an die Leichen kurz vorbeilaufen. Komm, zu den Pferden! Ach, jetzt können sie es plötzlich. Faszinierend. Damit würde ich sagen, Freunde, sollten wir Ellie finden, dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Denn wir verabschieden uns für heute. Haut rein, euer Zero. Tschüss.